Alle genauen Mengenangaben sowie die Zutaten findest du auf meiner Website. Die ist unter diesem Video in der Videobeschreibung verlinkt. Zuerst mischen wir alle trockenen Zutaten zusammen. In meinem Fall hier entöltes Mandelmehl, getrocknete Hefe, Backpulver, Zimt, Proteinpulver. Ich benutze hier weiße Schokolade, also den Geschmack weiße Schokolade. Dann Xanthan, eine Prise Salz, etwas Tonkabohne. Ihr könnt auch Vanille benutzen, wenn ihr keine Tonkabohne zu Hause habt. Und Allulose zum Schluss noch. Das vermische ich und dann kommen die feuchten Zutaten hinzu. Der Teig ist jetzt etwas krümelig geworden. Den schnappe ich mir gleich und knete den noch einmal kurz mit den Händen durch. Den Teig teile ich jetzt in kleine Stückchen bzw. teile mir kleine Stückchen ab und rolle die schön lange in meinen Händen, so dass sie gleichmäßige Kügelchen ergeben. Meinen Ofen habe ich auf 165 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt und verteile mir jetzt meine kleinen Bällchen hier auf mein Backblech und backe sie für ca. 7 Minuten. Frisch aus dem Ofen kann ich meine kleinen Bällchen nehmen und in die geschmolzene Butter geben und dort drin wälzen und danach in meine Zucker- bzw. Allulose-Zimtmischung. Jetzt könnt ihr einen Daumen nach oben geben, falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr von meinen Videos sehen wollt, beziehungsweise mehr Rezepte sehen wollt. Ja, und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch als nächstes wünscht. Ich versuche da auf eure Meinung beziehungsweise eure Interessen zu berücksichtigen. Jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Lasst es euch gut gehen. Viel Spaß beim Nachbacken.